Was hast du für Hobbys? Also ich fotografiere sehr gern oder mache Videos, dann halt singen, mit Freunden was unternehmen, telefonieren und ja, reiten bin ich früher gegangen, das mache ich aber zurzeit nicht mehr. Und ich gehe zurzeit in die 10. Klasse. 50 € in die DSDS-Villa, warum? Warum 50 €? Als Geschenk. Das ist total viel. Kann man gar nicht annehmen. Kannst du bitte die DSDS-Villa anrufen? Ich würde da jetzt anrufen. Das Problem ist aber, dass da heute gedreht wird. Die Nina ist, glaube ich, bei denen. Oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oder nee, nicht die, aber auf jeden Fall ist da heute jemand und der dreht da. Und dann will ich die da nicht stören. Aber die wollten mich anrufen, weil ich hatte die vorhin angerufen, ob bei den Jungs alles klar ist, ohne Mädchen im Haus. Letztens war ja Vanessa noch sonst da. Und dann meinten die ja und so. Und dann wollten die mich anrufen. Aber wie so Jungs sind, ne? Oh Gott, ihr schreit so viel an die Tür voll. Sorry. Hey, wir schließen Jessie gar nicht aus. Jessie ist voll in die Gruppe integriert. Gibt bei uns gar keinen, der ausgeschlossen wird. Draußen war gerade Formel 1. Ich war noch nie bei X-Factor. Ich war nur bei Supertalent bei DSDS, aber ich war noch nie bei X-Factor. Also meine Klamotten kaufe ich am meisten so bei Vero Moda ein, bei Hollister oder bei Abercrombie und Fitch und bei H&M, Zara. Ja, und Taschen und Schuhe bei Tamaris oder so. Ja. Hast du bei der Story von Hamels Mutter auch, weil als sie da reinkam, also ich muss sagen, wir alle wussten das nicht. Und als Marco aber angefangen hat, die ganze Zeit da mit ihm zu reden nach seinem Auftritt, da habe ich das geahnt, dass die jetzt da von hinten kommt. Er hat erzählt, er hat das nicht geahnt, er hat das auch nicht geahnt bis zur letzten Sekunde. Und als sie dann da stand, da musste ich einfach nur, wir mussten alle so heulen. Ich habe mich so gefreut für ihn. Und ja, das war auf jeden Fall richtig toll. Lukas? Warum geht Lukas ruft an und geht, legt wieder auf? Was soll denn das jetzt? Also Lukas Mohr ist bestimmt hier gerade im Block TV und jetzt wollte er mich gerade anrufen. Tja. Aha, jetzt. Hi. Warum? Ja, warum rufst du an? Einfach so. Du wolltest doch gerade mit telefonieren. Ja, aber ich kann jetzt nicht gerade. Ich bin bei Block TV Weil du online. sagst, dass du es gerade agentisch bist. So, guckst du gerade, weil du bist gerade auf Lautsprecher. Ja, ich gucke. Okay. Ich bin reingeguckt, deswegen. So. Wollte schon aus dem Ärger. Toll. Super. Du sagst mir, wenn du fest bist. Ja, kann ich machen. Ich werde aber. Jetzt denken die alle, du bist Luca. Obwohl du Lukas Okay, bist. weil du kannst. Na gut. Okay, ja, dann klär dich mal auf und ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. So, das war jetzt Lukas.
nicht Luca. das war von der Lukas war mein Duettpartner auf dem Malediven. Ich stehe nicht auf Lukas. Und wir sind auch nicht zusammen und da läuft nichts. Also es läuft, ey, das nervt so. Zwischen mir und Lukas läuft nichts, zwischen mir und Luca läuft nichts und zwischen mir und Hamed läuft nichts. Es läuft mit niemandem etwas. Das nervt mich voll. Vor allen Dingen zwischen Lukas und mir war das wirklich nur, dass wir ein Duett zusammen hatten und alle haben gedacht, wir wären voll verliebt. Das ist aber nicht so. Und ich bin nicht verliebt in keinen. Okay, jetzt komme ich gerade nicht mehr mit. Nee, in der Schweiz war ich noch nie. Ich war schon wieder gern. Schön, jetzt habe ich die Decke gesehen. Also, bei den Songs ist das so, es gibt ein Team und mich und dann setzt man sich zusammen und guckt einfach, was passt zum Motto, was selber biete ich an, was ich singen kann und dann wird einfach geguckt, was zum Motto passt und ja, man macht Vorschläge und dann, ja, wird man, also es ist total gut, also man entscheidet das auch schon mit selber. Ich habe immer so Angst, dass ich so eine falsche Wahl mache, zum Beispiel damals bei Jungle Drum. Ich hatte so Angst zu fliegen, weil ich gedacht habe, dass ihr das Lied nicht gut findet. Boah, das ist immer so schlimm. Ich habe immer, jeden Samstag habe ich Angst, dass ihr die Lieder doof findet und mache mir mal fast in die Hose. Ja, also, ja. Ich hab schon wieder. Ja, ich werde jetzt gleich auch schlafen gehen. Ich werde morgen früh aufstehen und dann Schule. Richtig blöd, ey. Eine Stunde irgendwie. Erste Stunde frei, zweite Stunde Deutschvertretung, drei Stunden Mathe und noch eine Stunde Deutschvertretung. Ganz schön krass. Aber ich brauche Mathe auf jeden Fall. Wartet kurz. Meine Freundin hat mir gerade geschrieben, richtig sinnlos, da steht... Drei Hornissenstiche töten einen Mensch. Hüte dich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich mal loswerden. Ja, und morgen dann Mathe. Drei Stunden lang versuche ich mich zu konzentrieren, damit ich nächste Woche die Mathearbeit geregelt bekomme. Aber ich habe echt Angst. Viel Glück an die, die morgen Mathe schreiben. Ihr tut mir leid. Ja, ist ja nur Mathe. Ist ja nur Mathe, ist ja kein Hauptfach oder so. Also, was heißt, ich kämpfe jetzt nochmal. Ich werde immer mein Bestes geben. Ich hoffe natürlich, dass das den Zuschauern, also dem Publikum da draußen gefällt. Und ich hoffe einfach, dass die begreifen, dass jeder Anruf einfach zählt und sehr wichtig ist. Und auch wenn ich mal irgendwie vielleicht nicht so einen guten Tag habe oder so und die Leute finden es dann doch nicht so gut, hoffe ich einfach, dass sie dann mir nochmal die Chance geben für eine andere Woche.
Weil, ja, es ist einfach, boah, ich würde so gerne noch da bleiben. Deswegen, ja. Gut. Ja, die Fanpost kommt wirklich an, wenn man die an die MMC-Studios schickt. Auch Fanpost, die an die Villa geschickt wird, kommt an. Ja. Ich benutze zurzeit ein Shampoo und eine Spülung von Paul Mitchell. Und dann gibt es noch so ein Öl, was man sich in die Haare macht, aber nur unten in die Spitzen, dass die Spitzen nicht so kaputt gehen. Und das ist von Paul Mitchell und heißt Ava Pui. Die sind echt gut, die Sachen. Gut, ich werde jetzt offline gehen und mich langsam mal bettfertig machen und schlafen gehen. Mein Koffer jetzt gleich noch packen. Ich gehe gerade schon wieder. Und dann, versuche ich mich, wenn ich in der Villa bin, mich zu melden. Ich werde dann wieder was posten, wenn ich da Internet habe. Also wenn ich Internet habe, werde ich sowieso was posten, aber wenn ich in der Villa echt online kommen kann, werde ich es versuchen. Und ich gehe jetzt offline und ich wünsche euch einen schönen Abend noch und hoffe, dass Samstag, dass ihr alle einschaltet, für eure Leute, die ihr gut findet, anruft. Und ich hoffe natürlich, dass mein Auftritt euch gefällt. Und ja, das war's schon, was ich sagen wollte. Also danke, dass ihr da wart. War cool mit euch und bis dann. Tschüss!